Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Ja, wir sind knapp vorm Ende, sage ich jetzt mal. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach dieses Distrikt hier zu Ende. Machen dann Central Park zu Ende und gehen da hoch. Machen das letzte Mysterium und machen dann die Bebop-Mission. Ansonsten haben wir trophäentechnisch eigentlich schon fast alles. Wir haben noch 4 Distrikte. Klar, wir brauchen noch die ganzen Anzüge, kein Ding. Zerstörte Erinnerungen. Gut, das machen wir noch fertig. Besuche als Peter das Grab von Tante May und schließe alle Foto-Ops ab. Also es sind nicht mehr viele. Dementsprechend legen wir los. Mit diesem geilen Symbiontenanzug, der einfach nur mega nice aussieht. Nein, das war zu weit. Das war zu weit. So, Mysterio, ich komme. Rein da in die Olga. Besiege alle Gegner in unterhalb von 2 Minuten 15. Okay. Wir werden das tun. Okay, let's go. Oh. Transport. Okay, wir haben 5 Gegner besiegt. Hä? Okay, wir dürfen Mysterio besiegen. Ja gut, Mysterio besiegen. Besiegen war das ja jetzt nicht wirklich. Autsch. Junge. Aua. Jetzt Dickerchen, komm mal her. Aua. Nein, nicht den. Ich wollte den dicken. Na egal. Wir müssen ja nur ein paar Gegner kaputt hauen. Wir müssen ja nicht die dicken kaputt hauen. Wir müssen ja nur 10 Stück machen. Welche ist ja egal. Besiege Mysterio. Wo ist denn der schon wieder? Oh. So. Weg mit dir. So. Du bist auch raus. Nur noch 3. Jawohl. Und einer noch? Wo ist denn der letzte? Oh, aua. Er versteckt sich aber ganz schön gut, du. Das war's. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist jetzt sehr gut. Aber mach langsam. Noch ein paar Heldenmarken und weiter. Und Tagebuch Nummer 7. Cole, du blutest. Ja, ich weiß. Was zur Hölle, Mann? Scheint eine leichte Verletzung zu sein. Moment, die Illusionen sind nur Illusionen, oder? Ich glaub, mir fehlt ein Zahn. Tja, die Illusionen sind harmlos. Es sei denn, jemand tut etwas, das er nicht tun sollte. Stimmt's, Cole? Verwegen, schau mich nicht so an. Das war nicht meine Schuld. Na schön, das ist recht mysteriös. Hatte Cole einen Unfall? Ich glaube ja eher, dass... Ja, genau. Den Namen Mysterio benutzen zu müssen. Das ist mein Gedanke gewesen. Gut, Miles, du kannst neue Anzüge kaufen. Across the Spider-Verse, Programmed on Matter. Okay, ja, gut. Die Farbenvarianten sind eher so meh. Helden sind 4 Heldenmarken. 3 Stadtmarken. 6 Heldenmarken. Noch mehr Stadtmarken. Noch mehr Stadtmarken. Okay. Gut. Wo war jetzt unser Anzug? Da. Und probieren wir jetzt mal die rote Variante. Einfach weil wir es können.
So, was habe ich gesagt? Den machen wir jetzt zu Ende, ne? Betsy hat wieder angerufen. Was sie wohl zu sagen hatte? Hallo Spider-Man. Ich wollte nur sagen, dass Quentin einer gerichtlich überwachten Therapie zugestimmt hat. Um die Zeit nach der Entlassung zu erleichtern. Wird auch Zeit. Cole, zeig bitte Respekt. Er hat viel durchgemacht. Sorry, ich bin nur froh, dass er sich Hilfe holt, okay? Wie auch immer. Ich soll dir von Quentin ausrichten, dass er vermutlich bald weiß, was los ist. Also mach einfach weiter so, Spider-Man. Gut für Beck, dass er zur Therapie geht. Wir brauchen alle manchmal Hilfe. Ja. Aber irgendwas sagt mir, der Bursche kommt nochmal wieder. Gut, machen wir mal Sandman zu Ende. Na, dann kommen alle her. Bam. Das war's. Sandmarkhaus, mach mich fertig. Zweimal angegriffen und das war's. Sie sagen, ihr Boss kommt bald und dass er mich treffen will. Ich kann nicht warten. Tut mir leid, dass ich unser Versprechen breche, Kimia. Ich nehme die Stadt auseinander, um dich zu finden. Marco dachte, Cravens Leute tun seinem Kind weh. Deshalb ist der Amok gelaufen. Okay. Verständlich. Gut. Kriegen wir noch was mit Sandman? Marco hatte keine Chance, sie zu finden. Ich muss wissen, ob sie sicher ist. Vielleicht finde ich weitere Kristalle an dem Ort, wo Marcos Erinnerung zuerst aussetzte. Oh Gott, 4000 Meter, alles klar. Wo ist denn das? Na ja, komm, ich port mich dahin. So, und los. Noch ein Kristall. Aber wo sind meine sandigen Freunde? Oh, wir kriegen... Oh, was jetzt? Zum Fick. Ist das ein Geist? Wo bist du? Hallo? Alter. Das ist ein Köpfchen vom Sandy. Na, warte mal, ich glaube, ich muss hier, glaube ich, so rüber. Alter, wo zur Fick sind wir? Über den Kristall gelange ich in Marcos Kopf. Ich muss nur wissen, dass es dir gut geht. Diese riesigen Stacheln! Schützen Sie den Kristall? Es funktioniert jetzt bloß nicht nachlassen. Okay. Wir wollen uns wohl nicht hier haben. Verständlicherweise, oder? Alter. Komm schon. Fast geschafft. Ja, nur noch ein bisschen. Okay. Ich wollte der beste Vater für dich sein, Kimia. Danke. Ich kann nur hoffen, dass sie dich nicht erwischt haben und du bei deiner Mom und in Sicherheit bist.
Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das weiß ich. Alter, das hüttet mich schon ein bisschen so. Bitte sag mir, dass die Tochter in Ordnung ist. Ich muss es wissen. Hey, ich habe schon mal angerufen. Meine Quelle im Raft sagt, dass Marco ständig eine Adresse in Queens wiederholt. Ich schicke sie dir rüber. Das solltest du dir mal ansehen. Ihre Mom. Vielleicht ist Kimia bei ihr. Danke, MJ. Kannst du eine Verbindung zu Marco im Raft herstellen? Warte, ich überprüfe das mal. Okay, dann helfen wir Marco, mit seiner Tochter zu reden, wenn sie noch da ist. Wovon ich hoffe, dass sie da ist. Okay, alles bereit. Ich stelle ihn jetzt durch. Spider-Man, entschuldige das Chaos. Danke. Du hast mir geholfen, zu Verstand zu kommen. Ich wollte dich nicht mit reinziehen. Deine Tochter scheint es zu ihrer Mom geschafft zu haben. Ich bin dorthin unterwegs. Tust du mir einen Gefallen, wenn sie da ist? Gib ihr diese Kristalle. Okay. Sie sollen sie an mich erinnern. Alles klar. Ich hoffe, dass du bald das ruhige Leben führst, das du dir wünschst. Na gut. Was witzig wäre, wenn die Tochter auch Sandman-Fähigkeiten hat. Ist halt die Frage, wann in diesem Universum hat er die Tochter bekommen? Bevor er Sandman wurde oder nachdem er Sandman wurde? Sandgirl wäre auch nicht schlecht. So, einmal klopfen. Oh, süß, der hat die zusammengebaut. Okay, der Tochter geht's gut. Gott sei Dank. Es geht ihr gut. Aber kann ich nicht mehr tun? Vielleicht können Pete's Anwaltfreunde die Familie wieder zusammenbringen. Sandkörner. Das sind die zerstörten Erinnerungen zusammen. Pete's Anwaltsfreunde. Das ist eine Anspielung auf Matt Murdock und Foggy Nelson. Daredevil. Ah, ich liebe diese Sachen. Diese kleinen Anspielungen. I love it. I really love it. Okay, Leute, was können wir uns hier Neues leisten? Wir können uns hier die Alternativen leisten. Ach, sieht auch sexuell aus. Und sonst haben wir hier noch ein paar Anzüge. Nehmen wir uns mal den hier, den Strike-Anzug. Plus Alternativen. Der mit Lila sieht aber auch nicht schlecht aus, Junge. Eieieiei. Schwarze, der weiße. Ja. Holen wir uns den hässlichen hier. Müssen wir halt machen, ne? Nochmal die letzte Variante habe ich gar nicht gesehen. Ja, gut. Gut, zwei Heldenmarken noch. Vier Heldenmarken noch. Ah ja, der Wolverine, den können wir uns holen. Okay, krass. Aber was? Weißt du, in Sonic ist ja alles schön und gut, ne? Aber der rechte macht keinen Sinn, wenn ihr den habt. Nur weil die Jacke leichter bläulich ist, sonst unterscheidet sich das überhaupt nicht. Nee. Da hättet ihr lieber eine komplett andere Farbe nur neu jagen können. Ist jetzt nicht so, als müsstet ihr da großartig für Sachen tun. Okay, ja, haben wir hier auch fast alles. Komm, einfach weil ich Bock hab. Okay, dann gehen wir mal hier zum Foto-Ops. Machen wir die Foto-Ops zu Ende. Haha, bewegt sich auch so langsam, cool. Jawohl, Dance-Off. Bei
furchtbaren Dingen, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Ab zum nächsten. Wunderbar. Der Cross the Spider-Verse Suit, der ist schon cool. Auch dass er so clunky zu spielen ist, finde ich auch witzig. Juhu. So, was ist hier? Invasion is nigh. New York, New York, schließe alle Foto-Ops ab. Haben wir. Erinnert mich an einige Leserbriefschreiber beim Bugle und einige seiner Mitarbeiter. Meinungsfreiheit ist eine tolle Sache, aber wenn man eine Sache immer wieder wiederholt, wird sie nicht wahrer. True Story. Mr. Roberts, kam das Foto an? Ich wollte meine Bewerbung mit einem Knaller beenden. Nenn mich ruhig Robbie, Miles. Und ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Meinen Sie das wirklich? Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten, all das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Hoffentlich wissen Sie das. Vielleicht vergessen Sie es zwischendurch. Aber Sie wissen es sicher. Tja, danke für die Fotos, Miles. Du bist ein Naturtalent. Das bedeutet mir viel. Danke, Robbie. Yay! Okay. Besiege wieder alle Gegner. So, das habe ich gern. Ist das Spider-Man? Hilfe! Hilfe! Keine Sorge, ich finde dich. Vernichte sie alle. Na, dann mal los. Weiß ich Gegner diesmal, okay. Kriegen wir hin. Oh, wir werden hier teleportiert. Nur Skepsis kann dich retten. Okay, mysteriöse Person. Ich merk's mir. Ein bisschen umgebaut. Oh, in der riesen Mysterio-Hand. So eine Frechheit. Erledigt. Easy. Der Albtraum ist vorbei. Du bist jetzt sicher. Alles klar. Tagebuch 8. Quentin, wir müssen reden. Du scheinst ständig reden zu wollen. Aber was tust du eigentlich konkret für dieses Vorhaben? Cole hat versteckte Routinen im Mysterium Code entdeckt. Wir können Bankkarten in den Taschen der Gäste scannen? Ein moderner Zaubertrick. Dadurch wissen wir, was sie gekauft haben, wo sie waren. Und kreieren dann eine maßgeschneiderte Welt, die unser Publikum an das Unglaubliche glauben lässt. Aber wenn herauskommt, dass wir die Bankdaten auslesen... Nur ich kenne die Verschlüsselungscodes und ich habe es niemandem erzählt. Du etwa? Nein, natürlich nicht. Wenn du und Cole es für euch behaltet, bleibt es also ein Geheimnis. Stimmt's? Stimmt. Beck hat Kreditkarten gescannt, um seine Illusionen anzupassen. Klingt wie etwas, das der alte Mysterio tun würde. Naja, der ist noch lange nicht durch. So, also wir haben hier den Prowler-Anzug noch. Mit Variants. Die finde ich sexuell. Okay.
Und den purpurne Kapuze mit Variants. Okay. Gut, dann hat Miles nur noch die zwei, die zu sind, oder? Sehe ich das richtig? Ja, den schon mal auswählen. Ja. Jo, okay. Wunderbar. Wir haben alle Anzugtechnologien, wir haben alle Geräte. Wir haben alle Fertigkeiten, wir haben alle Fähigkeiten. Gut, das heißt, die einzigen Anzüge, die wir noch kriegen... sind wahrscheinlich für Mysterio und für die Bebop-Geschichte. So, Distrikt voll, ab zum letzten Mysterio. Oder zum vorletzten, weil wir haben ja noch zwei Kassetten. Wahrscheinlich kommt dann wieder so ein Zusammenschluss von allem als Extra-Mission. Und rein in die Olga. Besiege alle Gegner. Easy. Diese Herausforderung habe ich gern. In einem Albtraum. Okay. Ah, komm jetzt. Boom. Das hier endet am Anfang. Bei Coney Island. Oh, okay. So ein Ding. Das ist fies, Kollege. Gut, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Oh, ich hab verkackt. Oh, ich hab verkackt. Okay. Ich muss schneller sein. Unter einer Minute. Das ist krass. Ich glaube, die Schalldinger waren ganz gut gerade. Oh ja, ich habe 12. Na komm. Na komm schon. Schon. Brauch mehr. Wo? 10 Sekunden. Zwei noch. Schon. Nein. 1-0-1. 1-0-1, Junge. Ich brauch's zwar nicht. Aber ich will's auf Gold haben.
Sonst ist es für mich nicht abgeschlossen. Das ist fies, Alter. Nein, jetzt lass ihn doch. Na komm. Hau ihn um. Tick-Tack, Spider-Man. Das Problem ist, ich werde es trotzdem nicht schaffen, habe ich das Gefühl. Nee, das war schlecht. Was du siehst, ist nicht real. Deine Schmerzen schon. Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Und dreh mich mal eben kurz. Einfach nur eine schnelle Abwicklung von effektiv genutzten Special Moves. Zum Beispiel der hier nervt mich. 40 Sekunden. Jetzt mach doch. Das wird eng. Nee, dieser Typ hier. Was soll das? Mann, Alter, wieso ist das so schwer? Ich schneid's gegen. Der war gut. 5 Stück instant.
Ja! Okay, geschafft. Ah, Gott. Das war eine Herausforderung. Bin ich gut. Tagebuch Nummer 9. Also, heute gibt es eine extra Folge. Sicher, dass er nicht zuhört? Er hat so seine Tricks. Eine extra lange. Nein, sagen wir es mal so. Er benimmt sich sehr seltsam. Also mehr als sonst. Er ist plötzlich so still geworden. Er spricht nicht mehr. Haben wir einen Plan, falls er gewalttätig wird oder so? Das wird schon. Da kommt er. Wir reden später. Es klingt so, als hätten Cole und Betsy Angst vor Becks Launen gehabt. Okay. Noch ein Anruf von Betsy. Spider-Man? Cole und ich sind etwas besorgt. Er sagte, er will uns töten. Bitte, Cole, keine Panik. Spider-Man, Quentin hat uns angelogen. Statt zur Therapie ging er woanders hin. Als wir ihn zur Rede gestellt haben, hat er uns bedroht und ist dann gegangen. Hoffentlich muss er sich nur beruhigen. Sagst du Bescheid, wenn du etwas von ihm siehst oder hörst? Danke. Oh. Das wird ja immer schlimmer. Großes Finale. Triff auf Mysterio in Coney Island. Ja, Leute, wir machen es doch anders, weil das wird dann wahrscheinlich ein längerer Kampf und so und das wird alles dann ein bisschen blöd. Nächste Folge einschalten. Die Platin ist unsere. Bis gleich. Bis dahin. Ciao.